Diskussion um das Friedrich-Flick-Gymnasium wieder aufgeflammt. Schließlich war Namensgeber Flick ein verurteilter Kriegsverbrecher wegen der Ausbeutung von Zwangsarbeitern und der Enteignung von jüdischen Betrieben. Die Diskussion erneut in Gang gesetzt hat der ehemalige Schüler Oliver Hirsch mit seiner Internetseite flickistkeinvorbild.de. Deutschlandweit gibt es jetzt wenig schmeichelhafte Schlagzeilen für Kreuztal. Gestern beschäftigte sich der Stadtrat mit dem Problem. Oliver Hirsch war auch in der Stadt, aber zum Rathaus hielt er gebührenden Abstand. Natürlich hätte es Oliver Hirsch schon interessiert, was die Kreuztaler Politiker gestern Abend zum Thema Friedrich Flick zu sagen hatten. Aber er traute sich noch nicht einmal in die Nähe der Ratssitzung. Zu groß sind die Anfeindungen, die er durch seine Internetseite Flick ist kein Vorbild erfahren hat. Jetzt werden wir dafür angeklagt, dass wir auf einen Missstand hinweisen als Wichtigtuer, Profilierer, Schwachmaten und Ähnliches. Und immer wieder solche Reaktionen, anstatt eben inhaltlich zu diskutieren. Flick ist kein Vorbild.de ist erst seit 6 Wochen online, aber seitdem überschlagen sich die Reaktionen. Es gibt wüste Kommentare und Beschimpfungen im Gästebuch, aber auch viel Zustimmung. Zufällig sind auch noch Bücher über Friedrich Flick erschienen, die die Stimmung anheizen. In gewisser Weise haben wir natürlich schon damit gerechnet, dass durch das neue Medium Internet da auch von außen Druck aufgebaut wird. Und dieser Druck ist ja offensichtlich auch nötig, damit sich in Kreuztal etwas bewegt. Denn nicht nur Oliver Hirsch, sondern auch überregionale Medien wundern sich inzwischen in langen Beiträgen darüber, dass es in Südwestfalen eine Stadt gibt, die ihr Gymnasium nach einem Kriegsverbrecher benennt. Hier gibt es ein städtisches Gymnasium. Es trägt den Namen von Friedrich Flick. Den Namen eines in Nürnberg verurteilten Kriegsverbrechers. Er zeigte weder Reue, noch Mitleid, noch Scham. Sein Porträt hängt vor dem Lehrerzimmer. Wir finden nirgends einen Hinweis, dass Flick Mitglied der NSDAP war. Schwere Zeiten für den Kreuztaler Bürgermeister. Auch er erhält hunderte von Anfragen und Beschimpfungen per E-Mail. Aber er ist entschlossen, seine Stadt von diesem Image zu befreien. Die Schüler, die Lehrer, die Schule selbst und auch das Image der Gesamtstadt Kreuztal wird eben durch die überlagerte Thematik, die alle anderen Thematiken in den Hintergrund rückt, tatsächlich stark belastet. Und es ist bedrückend zu sehen, mit welchem Jargon möglicherweise die Stadt Kreuztal ja als NS-Stadt oder als Heil-Hitler-Stadt dargestellt wird. Das ist schon ein belastender Faktor fürs Image der Stadt Kreuztal. Der Kreuztaler Stadtrat könnte der Schule einen anderen Namen geben, doch die Politiker tun sich schwer. Viele wollen noch nicht einmal über das Thema reden. Nur die Grünen haben zumindest nachgefragt, ob bei einer Umbenennung Geld an die Flick-Stiftung zurückgezahlt werden müsste. Lediglich ein Vortasten. Deshalb haben wir diese Anfrage gerichtet. Und natürlich ist das nicht die Diskussion, sondern wir haben gesagt, der Diskussion vorausgehen muss die Klärung der Sachlage. Da müssen die Fakten auf den Tisch, damit wir auf sachlicher Ebene überhaupt eine Grundlage haben, darüber zu reden. Eine Umbenennung der Schule würde wohl nichts kosten. Zumindest so viel wurde gestern klar. Oliver Hirsch wird sich damit nicht zufrieden geben. So lange, bis endlich über die Namensgebung selbst diskutiert wird. Irgendwie bleibt ein mulmiges Gefühl bei der Geschichte. Wir bleiben auf jeden Fall dran an der Sache. Weiter geht's jetzt mit Nachrichten.